So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Einfach Zocken. Es geht um die heutige Partie zwischen Borussia Dortmund und Hannover 96. Wie gesagt, habt die Aufstellung so verändert mit Paco Alcácer, Witzel, Delaney. Die Neuen sind also alle drin. Das wäre so die Wunschaufstellung, auch hinten mit Akanji und Diallo werde ich starten. Wie gesagt, das ist so die Aufstellung, die ich mir für heute Abend wünschen würde. Ansonsten sage ich mal gut Kick und wir fangen direkt mal an hier. Anstoß. Und ich merke zum ersten Mal, ich mache das gerade zum ersten Mal, dass ich reden muss und spielen. Das ist dann doch erstmal ungewohnt. Vor allem muss ich gucken, ob ich überhaupt so multitaskingfähig bin. Erstmal den ersten Ball hier verteidigen. Wie gesagt, was man dazu sagen muss, spiele erstmal auf der Dortmunder Seite, beziehungsweise werde das ganze Spiel auf der Dortmunder Seite spielen. Ich versuche das jetzt öfters zu machen, dass ich die Wochenendpartien der Bundesliga spiele. Werde mir da immer so ein paar raussuchen, auf die ich Bock habe. Leider natürlich noch mit FIFA 18. Versuche aber die Teams soweit mit den Neuzugängen auszustatten, dass es auch spannend ist, weil jetzt mit alten Spielern zu spielen, hatte ich dann keinen Bock. Wie gesagt, insgesamt, weil es öfters gefragt worden ist, ich werde auch ein FIFA 19, also wenn FIFA 19 released wird, werde ich irgendwie in Journey oder... Oh Gott! Das 1:0 für Hannover. 96, na welcher... Wichser war es? Na, welcher Penner, nachher wird mein Video noch gesperrt. Ja. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, wie ihr seht, super FIFA-Zocker. Ich spiele das Ganze übrigens auf Weltklasse. Ich glaube, danach gibt es nur noch Legende. Wie gesagt, Weltklasse ist immer so das, wo ich so sage, 60% der Spiele gewinne ich, 40% verliere ich. Unentschieden gibt es nicht, ne? Nein. Aber das ist so, Weltklasse ist so das, was mir Spaß macht. Schade. Schade. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, wenn FIFA 19 released wird, werde ich da auf jeden Fall ein bisschen was machen. Entweder Journey oder Karrieremodus, also falls ihr darauf Bock habt. Und vor allem, welches Team ich machen soll, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten werdet ihr sonst bei den nächsten Bundesliga-Partien. Ja, ich glaube, das wird das letzte FIFA-Video hier. Sie wird wahrscheinlich hier zerrissen, wenn ich nachher die Partie erstmal richtig hoch verliere. So, erstmal rüberspielen. Allgemein vielleicht zu meinem FIFA... Ja, was ist denn hier los? Ja, sehr gut, ihr seht es schon mal. Allgemein vielleicht zu meinem FIFA-Spielstil. Ist meistens eher so im Pressing-Bereich. Das heißt, versuche eigentlich früh drauf zu gehen. Sehr oft mit Sprints und mit eher gefährlichen Pässen zu arbeiten. Das heißt, ich habe nicht so eine hohe Quote der angekommenen Pässe. Was dann aber daran liegt, dass es einfach Risikopässe sind. Und wenn sie dann mal funktionieren, dann gehen sie auch rein. So, das ist das Typische mit dem Torwart rauskommen. So, jetzt vielleicht mal hier über die Außen, wenn das geht. Ja, so ist auch gut. Da ist Alcácer. Da ist er. Das ist das Tor. Das ist doch geil. Geiler Spieler. Ich habe mich heute schon sowieso gefragt, wie wird der bei FIFA? Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gespielt, auch nicht bei Barca. Und jetzt macht er das Tor. Also wie gesagt, wir spielen hier auf Weltklasse. Und das war geil. Hier direkt, komm, ich dachte mir, jetzt nimmst du ihn auch direkt. Wenn der Paulo Alcácer auch schon dran ist und dann macht er ihn direkt. Also der macht, ich bin gespannt. Also das hat jetzt Spaß gemacht. Sehr schön. So, weiter geht's. Anschluss für Hannover, 25. Minute, 1:1. Jetzt würde ich natürlich sehr gerne vor der Halbzeit nochmal zuschlagen, das ist immer sehr wichtig. Einfach als psychologischer Effekt nochmal so in die Halbzeit zu gehen, komm, ein bisschen den Ball hier mal zirkulieren lassen, das ist natürlich klasse. Witzel, ne? Hast du toll gemacht. Das ist ja immer so, ne? Wenn du FIFA spielst, ja, müssen wir aufpassen. Genau, wenn du FIFA spielst und dann verlierst du den Ball, dann ist es immer der Spieler schuld, dann bist du es nicht schuld. Und wenn du Tor machst, dann warst du es. Ne? Das sind immer die anderen schuld. So, Birki auf Piszczek. Ja, der Hut. Vielleicht mal zu den Neuzugängen. Ich rede jetzt aber auch eher, obwohl ich kann ja auch mal sowas zu den Neuzugängen sagen. Witzel gefällt mir super gut. Also der ist bockstark. Also wenn du den
im Pokal gegen Greuther Fürth gesehen hast, da dachte ich schon direkt, der spielt ja schon 10 Jahre hier, oder? Also der war direkt drin, der war super heiß, der war mit super Pässen, die er direkt gespielt hat. Man dachte so, der weiß genau, wo die Spieler hinlaufen. Das fand ich Weltklasse und ja, tut Borussia Dortmund gut, aber auch der Bundesliga allgemein, denke ich, wenn man so einen großen und tollen Spieler verpflichten konnte. Ansonsten zu Delaney, glaube jeder, der so ein bisschen die Bundesliga verfolgt hat, weiß einfach, dass das ein Top-Kerl ist. Und dann, ja, den für so ein Geld zu verpflichten, also war für mich einer der Top-Einkäufe hier innerhalb der Bundesliga, die man eigentlich so tätigen konnte. Ah, lässt er sich ihn abnehmen, der Philipp. Ja, und jetzt Alcacer, da muss ich sagen, da war ich überrascht. Man wusste ja, war so ein paar Namen in den Medien, bei Otelli, Origi. Und im Endeffekt ist dann Alcacer geworden und von dem erhoffe ich mir sehr viel. Also vor allem jetzt, nachdem ich das Tor gemacht habe. Nein, Spaß. Nee, ich glaube, der wird ganz gut aufblühen in Dortmund. Ich vergleiche ihn so ein bisschen mit einem Chicharito. Da ist der Alcacer, wenn man vom Teufel spricht, da macht er das 2-0. Das war genial, habt ihr das gesehen? Der ist zurückgegangen und hat gesehen, komm, Reus, spiel mich an. Jetzt geht nach vorne und dann geht er den Schritt zurück und dann muss er nur noch reinschieben. Perfekt gemacht. Sowohl von Reus als auch von Paulo Alcacer. Ja, wo wir gerade bei ihm sind. Also ich denke, ähnlich wie Chicharito wird er einschlagen, weil er einfach nicht so gesetzt ist. Oder gar nicht gesetzt, kann sich gar nicht durchsetzen bei Barca. Und ich denke, bei Dortmund, da wird er jetzt wird er gut aufblühen. Davon bin ich überzeugt. So, zweite Halbzeit. Hannover mit dem Anstoß. Und direkt mit dem Fehlpass. Aber können wir auch nichts mit anfangen. Ja. Anton, Klaus, ja, der ist nicht mehr bei Hannover, da muss ich mich für entschuldigen. Also die Hannoveraner Mannschaft habe ich noch kein Upgrade gemacht, aber jetzt die Dortmunder sind so, wie ich sie mir heute Abend wünschen würde. Hier der Abschlag von Birki und jetzt nach außen von Reus auf Philipp. Das ist ein Top-Pass. Ah, aber es ist schwierig. Kann man besser lösen. Muss man besser lösen. Ja. Boah, der war gut gespielt hier. Und außen der Klaus, der ist natürlich, das ist ein Top-Typ. So. Ja, Witzel. Der mir auch bei FIFA vor allem besonders gut gefällt. Genau, ich habe ja eben über den echten Witzel gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über den FIFA-Witzel. Absolut. Passstark, also noch nicht mal, dass er viele Pässe spielt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also das finde ich immer bei Dahoud oder Delaney hier. Also mit denen spiele ich ja eigentlich die meisten Pässe. Aber vor allem gute Pässe, also nach vorne und hat einfach diesen Drang noch nach vorne auch nochmal ein Tor zu schießen, was ich hier bei der Hut bei FIFA irgendwie immer nicht so krass empfinde. Und das hat Witzel hier ein bisschen mehr. Ja, jetzt müssen wir uns da mal ein bisschen befreien. Ja, komm. Ja. Ja, schade. So, wen können wir denn wechseln? Da bringen wir da den Pulisic für Maximilian Philipp, der jetzt vielleicht nicht ganz so auffällig war. Ja, schön nach hinten gespielt. Ja, nochmal auf Witzel. Außen. Rein Alcacer. Ah, Akanji. Boah, ich dachte schon, der macht jetzt das Tor da vorne. Ey, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber jetzt aufpassen. Wir führen nur 2-1 hier. Darf man jetzt auch nicht unterschätzen, Jan Ovarana. Vielleicht jetzt auch nochmal eine Real Talk. Oh. Schmelzer. Wollte auch nochmal ein Türchen machen. Ja, Guerrero für Diallo. Ne, ich wechsle den noch nicht aus. Ja, die Ecke für Hannover. Oh. Alter. Die nächste Ecke hier. Von der anderen Seite von Ostscholek. Top-Typ.
Top-Transfer. Ja, oh, da muss man aufpassen. Das muss man besser lösen. Wirkt ein bisschen wie ein Hühner auf hier hinten. Und jetzt mal schnell nach vorne. Pulisic. Nicht konsequent genug. Und jetzt zum Glück keine Ecke, sondern mal ein Abstoß. Birki. Nach draußen, nach vorne zum Marco. Zum Marco, zum Pulisic. Aber der den Ball direkt ab. Füllkrug, Sané. Was macht der hier vorne? Gibt es jetzt Elfer? Nein, das war ein Freistoß hier vorne noch. Und nicht die Aktion an Sané. Jetzt kommen wir, holen den Toprak nochmal rein. Bisschen Kopfball stärker noch als Diallo. Und jetzt müssen wir aufpassen. Füllkrug, Hübner. Vorbei. Zum Glück. So, jetzt nochmal über die Außen, nochmal über Pulisic. Schick ihn nochmal. Aber Alcacer, der gefällt mir gut. Also der wird hier der Spieler des Spiels. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Also wenn jetzt nicht jemand noch einen Doppelpack macht, der hat ja schon einen. Ja, Reus. Das sieht gut aus. Pulisic. Und Witzel! Da hinten ist Witzel! Ich hab's ja gesagt. Der hat die Laufwege drin. Der hat die Laufwege drin. Das wirkt eingespielt, als würden die sich 20 Jahre kennen. Das ist unfassbar. Witzel hier noch mit der Nummer 99. Die hatte er, glaube ich, bei seinen Chinesen. Ich glaube, es war ein chinesischer Verein, ja? Bin ich jetzt richtig informiert? Hatte die 99. Deswegen hat er sie jetzt auch hier bei Dortmund. Also bei FIFA. Und das Tor von Axel Witzel. Das Ganze 3:1. Ne, so. Ich leg mich mal fest, Dortmund wird hier gewinnen und ich denke auch, das 3:1, dabei wird es jetzt bleiben und ja, so wird dann natürlich auch heute Abend die Partie, weil das ist ja eine FIFA-Prognose, dann muss das natürlich auch so passieren. Kenne natürlich auch die Dortmunder Jungs, ne, hören mir alle zu, also sind alle Follower von meinem Kanal. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Also Marco, ne, heute Abend. Ja, schön lang auf dem Witzel. Ne? Nein. Denke ihr, der kleinste FIFA-YouTube-Kanal auf ganz YouTube. Der unwichtigste YouTube-Kanal Deutschlands. So sollte ich mich vielleicht mal umbenennen. Hier nochmal die Ecke vielleicht. Doch noch ein Tor! Knapp vorbei, Alcacer. Fast. Das Hattrick. Oder der Hattrick zum ersten Spieltag. Für ihn. Aber leider doch daneben. Jetzt kommt nochmal hier über die Außen so ein bisschen. Toprak, bring ihn rein. Der kriegt ihn nicht mehr rein. Er verstolpert ihn. Da ist es. Spiel abgepfiffen. Der Schiedsrichter pfeift ab. Und die erste Partie von Alcacer wird ein voller Erfolg. Und die erste Partie bei mir vom FIFA-Bundesliga-Prognose oder der FIFA-Bundesliga-Prognose. Dortmund gewinnt mit 3:1 gegen Hannover 96. Wir sehen, was Alcacer ist, der Spieler des Spiels. 9,4. Witzel auch super gut. Delaney auch nicht schlecht. Ja, Torvorlagen. Was ist denn noch interessant? Zweikämpfe. Ja, Witzel, keinen gewonnen. Delaney hat den gewonnen. Hier die erfolgreichen Pässe. Hier sieht man es nochmal. Dahoud und Delaney, wie ich eben gesagt habe. Das sind die Passmaschinen. Und Witzel hat diese gefährlichen Pässe einfach drauf. Schuss aufs Tor. Und da waren wir recht erfolgreich. Also ich denke, wenn von 6 Schüssen 5 aufs Tor gehen und 3 rein, dann ist es super. So, ansonsten, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Sagt, ob es euch gefallen hat. Ansonsten, schreibt vielleicht nochmal in die Kommentare, von welcher Mannschaft ihr Fan seid, von welcher Mannschaft ihr eine Prognose sehen wollt. Dann werde ich die auch noch nachspielen. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal. Genießt diesen Bundesliga-Spieltag heute und für morgen wird es hundertprozentig auch noch ein Video geben.